Hallo Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute mit einem neuen Video wollten wir uns mal dem Thema der Netzwerkverkabelung und der Datendose annehmen. Dafür haben wir hier eine Cat6a, ganz normale Doppeldatendose. Wie man hier noch erkennen kann, Cat7 Datenleitung. Ich empfehle euch auf jeden Fall für die Netzwerkverkabelung eine Cat7 Datenleitung zu verwenden. Einfach weil das der aktuellste Stand der Technik ist, seid ihr zukunftssicher damit unterwegs. Von der Datendose verwendet ihr am besten eine Cat6a Datendose wie diese hier von BTR. Jetzt habt ihr schon gehört, ja, einmal Cat7 Datenleitung und einmal Cat6a Datendose. Wieso nicht beides Cat7? Dazu muss man sagen, die Datendosen gibt es nicht in Cat7 zugelassen aktuell. Deswegen verwenden wir da die Cat6a Dose. Die ist aber völlig ausreichend für den normalen Gebrauch. Also da können wir bei einer Betriebsfrequenz von bis zu 500 MHz eine maximale Übertragungsrate von 10 Gigabit drüber laufen lassen. Das ist völlig ausreichend. Und wieso jetzt kein Cat6 Kabel, sondern ein Cat7 Kabel, wenn wir schon eine Cat6 Dose haben? Weil erstens, dieses Cat7 Kabel hat eine bessere Abschirmung, ist dadurch weniger störungsanfällig. Die Leitung an sich ist robuster. Dann sind wir auch damit zukunftssicher unterwegs. Wenn ihr das jetzt in eurem Haus oder in der Wohnung installiert und ich sag mal so, die Technik ändert sich ja und nach, was weiß ich, 10 Jahren gibt es dann eine neue Dose, einen neuen Dosentyp, Cat7, und ihr wollt es nachrüsten. Dann könnt ihr ganz einfach die alte Dose ausbauen und an die alten Leitungen, die ihr verlegt habt, weil die ja schon Cat7 sind, eine Cat7-Dose installieren. Da seid ihr einfach zukunftssicherer unterwegs dann. Genau, ansonsten, was müsst ihr noch beachten, wenn ihr daheim sowas verlegt? Also bei den Leitungslängen, dass ihr nicht über 100 Meter kommt, ist noch ganz wichtig. Sonst könnt ihr die Grenzwerte, die eine Cat6a-Messung dann hat, nicht einhalten. Ansonsten, was noch zu erwähnen wäre, wenn ihr sowas in eurer Wohnung, eurem Haus verlegt, Unterputz, dann unbedingt, also es wird auch von der DIN-VDE empfohlen, unbedingt ein Leerrohr verwenden, dass diese Leitung nachträglich ausgetauscht werden könnte. Das hängt damit zusammen, dass es ein Teil der Kommunikationstechnik ist, die Datenleitung, und mit den Jahren kann sich da immer mal was ändern, und wenn ihr die Leitung jetzt fest unter Putz verlegt, dann besteht da keine Möglichkeit mehr, die auszutauschen. Deswegen im Leerrohr verlegen, darauf achten, dass ihr möglichst wenig Knicke und Bögen drin habt. Dann könnt ihr, falls es mal so sein sollte, diese Leitung einfach rausziehen und gleich eine neue Leitung anbinden, und ihr seid dann immer auf dem aktuellen Stand der Technik. Das war es jetzt mal so grundsätzlich zu den verschiedenen Themen. Jetzt hätte ich gesagt, fangen wir an mit dem Abisolieren von so einer Datenleitung. Ich hätte jetzt gesagt, wir tun mal grob 10 cm hier abisolieren. Oder machen wir 12 cm, dann haben wir ein bisschen mehr Luft. Zwei Kabel, weil wir wollen jetzt eine Doppeldose installieren. Genau. So, zum Abmanteln nehmen wir jetzt mal unseren Abmantler. Gibt spezielle Abmantler dafür. Kann man theoretisch auch mit einem scharfen Cuttermesser machen. Dann nehmen wir die Leitung, führen die hier durch, dann haben wir die Klingen und die markierte Stelle, gehen hier hin, drücken das zusammen, aber wirklich ganz vorsichtig und drehen das einmal rum. Genau, zack. Jetzt können wir hier den Mantel schon so biegen, und da sieht man schon, das ist ganz wichtig, dass wir den hier durch das Biegen öffnen. Das heißt, wir haben darunter nichts beschädigt. Dann können wir das einfach hier abziehen. So, und jetzt kommen wir schon zum Schirm. Da haben wir einmal den äußeren Schirm, das Geflecht. Den ziehen wir jetzt uns mal da zurück. Jetzt können wir den Schirm nehmen und einmal um den, also wir können den Schirm auch noch etwas kürzen, weil so lang brauchen wir ihn nicht. Den kürzen wir ein Stück, zack. Den übrigen Schirm, den nehmen wir und wickeln um den Mantel der Leitung rum, schön straff. Schirmgeflecht haben wir jetzt rumgewickelt, sieht ganz gut aus. Wir können es jetzt noch zur Fixierung am Ende mit Isolierband befestigen. Geht ihr einfach hier hin und bindet es einmal rum. Dann verrutscht euch der Schirm nicht mehr und das ist hier schön fest. Allerdings nicht bis nach vorne rumwickeln, und sonst hat der Schirm keine Funktion mehr. Das wäre
natürlich schlecht. Aber so ist es super. Genau, jetzt geht es weiter mit dem Einführen in die Dose und dem Anschluss in der Dose. Dafür nehmen wir die beiden Leitungen, Leitung 1 und 2, nehmen unsere Datendose, öffnen die beiden Schrauben, das habe ich jetzt hier schon gemacht, nehmen den Deckel ab, zack, und jetzt haben wir hier das Unterteil. Hier ist die Kabeleinführung und hier ist der Kontakt für den Schirm. Es ist ganz wichtig, dass da unser Schirm dann drauf liegt. Jetzt nehmen wir die beiden Leitungen, die wir gerade vorbereitet haben, und führen die hier in unsere Dose ein. 1 und 2, genau, sehen wir hier schon den Kontakt für den Schirm. Der sollte genau hier drauf liegen. Das haben wir schon. Dann können wir das hier runterklappen und sehen auch, dass die Datenleitung genau hier bis zur Kante drin ist. Also man könnte es so machen oder so, bis zur Kante und so, dass der Schirm genau auf dem Kontakt liegt. Perfekt. So, jetzt müssen wir das Ganze, brauchen wir die Rückseite davon und müssen die hintere Schraube festziehen, damit wir das schon mal zugentlastet haben. Also man muss jetzt hier nicht bis zum Nonplusultra zuschrauben, sondern schön mit Gefühl, dass ein leichter Druck besteht, aber nicht Vollgas zupressen. Das merkt ihr dann schon. Genau, passt. Wenn wir das haben, dann können wir uns die Dose selbst mal anschauen. Wenn wir die Dose selbst sehen, sehen wir schon hier auch die Markierung der einzelnen Klemmen. Wenn wir jetzt mal unten anfangen, haben wir hier weiß-blau, dann ist wieder blau und dann geht es weiter mit orange-weiß. Also immer wo hier eine Seite ohne Farbe ist, kommt der weiße von dem Adernpaar rein und da wo auf beiden Seiten die farbliche Markierung ist, kommt die farbige Ader des Adernpaars rein. Also hier unten weiß-blau, orange-weiß. Das ist diese eine Dose. Dann haben wir das gleiche noch für die zweite Buchse. Wieder weiß-blau, orange-weiß. Und wenn ihr oben schaut, haben wir hier wieder braun-weiß, grün-weiß. Für die linke Buchse braun-weiß, grün-weiß für die rechte Buchse. Da müssen wir jetzt eben drauf achten, damit wir das richtig anschließen. Genau, auf der Hinterseite seht ihr auch noch die Kabelbezeichnungen. Immer die ungerade Zahl ist der weiße Draht vom Adernpaar. Und das ist jetzt hier die Möglichkeit A, das aufzulegen. Das gleiche gibt es auch in B. Es hat technisch und physikalisch macht es keinen Unterschied. Es ist einfach nur wichtig, dass ihr auf beiden Seiten nach der gleichen Bezeichnung auflegt. Also wenn ihr auf der Dosenseite nach A auflegt, müsst ihr auch auf der Patchfeldseite nach A auflegen. Ansonsten sind die Adernpaare 1, 2, weiß-grün und 3, 6, weiß-orange vertauscht. Also das ist ganz wichtig zu beachten. Wenn wir das haben, können wir schon mal weitermachen. Jetzt haben wir hier die Kabel ja relativ lang gelassen und können uns die gleich mal farblich hinsortieren, so wie wir die brauchen. Wenn wir die Dose so einbauen, brauchen wir oben braun und grün und unten blau und orange. Das können wir uns gleich mal hier vorsortieren. Hier haben wir die Farbe blau einmal, die legen wir uns schon mal nach unten. Hier ist die Farbe braun, können wir schon mal hier oben lassen. Dann haben wir die Farbe grün, die lassen wir auch oben. Die Farbe orange nehmen wir mit nach unten. Jetzt können wir das hier schon mal vorsichtig reinlegen, so wie wir es brauchen, dass wir hier auch auf der linken Seite bleiben. Das gleiche machen wir jetzt auch für die andere Seite. Wir brauchen unten wieder blau und orange. Die legen wir uns gleich mal runter, blau und orange. Und oben braun und grün. Genau, die legen wir hier gleich mal in die Dosen so rein, wie wir sie benötigen. Und dann geht es schon mit dem nächsten Schritt weiter. Jetzt müssen wir den zweiten Teil vom Schirm entfernen. Dafür verwenden wir oder benutzen wir so einen kleinen Seitenschneider und hier können wir jetzt damit loslegen. Also es ist auch immer ganz wichtig, dass man diesen Schirm, der um diese Adernpaare rumgeht, dass wir den bis kurz vor die Klemmstelle führen. Also nicht gleich hier unten abzwicken, weil ansonsten kann es auch sein oder werden ziemlich sicher die Grenzwerte einer K6A-Messung nicht eingehalten. Deswegen die Leitung vorbereiten, so reinlegen, wie wir sie dann auch später in der Dose brauchen. Und jetzt können wir uns da ganz in Ruhe um den Schirm kümmern. So, man sieht schon immer bei den einzelnen, beim Schirm, der geht an einer Stelle immer auf. Da können wir mit dem Seitenschneider hingehen und können hier ganz vorsichtig reinzwicken und können den hier abdrehen. Zack. Das müssen wir jetzt praktisch bei jeder einzelnen
Ader machen. Es ist immer wieder dasselbe. Ich suche mir die Kante raus, wo der Schirm aufgeht. Gehe hier mit dem Seitenschneider rein. Vorsichtig, dass ich nicht in die Ader zwicke, auch ganz wichtig. Und dann kann ich das einfach hier abdrehen. Genau. Dann haben wir schon die ersten beiden hier vorbereitet. Das gleiche machen wir jetzt bei den anderen auch noch. Nachdem wir bei allen Adernpaaren den Schirm entfernt haben, können wir jetzt dieses Oberteil nehmen und hier draufsetzen. Ganz wichtig ist auch noch, wenn wir darauf achten, bevor wir das draufsetzen, dass wir hier nicht irgendwie ein Adernpaar bei einer so einer Schraube oder bei so einer Kante einklemmen, dass das wirklich hier dazwischen liegt, damit es hier nirgends eingeklemmt wird und dass wir da keinen Kurzschluss haben. Da nochmal unbedingt drauf achten, bevor man das draufsteckt. Für uns schaut es jetzt gut aus, haben wir gut vorbereitet. Jetzt können wir das hier draufsetzen. Und man sieht schon, ohne Widerstand, es geht einfach schön hier rein. Jetzt haben wir die Adernpaare uns auch schon perfekt vorbereitet. Und jetzt können wir einfach mal hier anfangen. Hier oben nehmen wir das und lösen mal die Verdrillung etwas auf. Und legen uns, wie vorher schon mal besprochen, den weißen Draht jetzt hier in diese Klemme rein, wo wir hier sehen, hier ist keine farbliche Markierung, hier ist die grüne Markierung, also kommt hier der weiße vom grünen rein. Hier, wo wir auf beiden Seiten die grüne Markierung haben, legen wir den grünen Draht rein. Genau, das sieht schon gut aus. Dann nehmen wir dafür so ein spezielles Werkzeug, das ist ein LSA Plus Werkzeug, und damit können wir jetzt die Drähte reintackern. Und das geht folgendermaßen, wir legen die Dose einfach auf den Tisch, auf die Arbeitsfläche, gehen hier drauf und drücken das einfach runter. Durch das Drücken wird der Draht in die Klemme hineingedrückt und wenn unten angekommen ist, durch den Widerstand, geht hier vorne gleich die Schere zu und schneidet den Draht auch hinten passend ab. Der weiße ist drin, jetzt machen wir mit dem grünen weiter. Was noch zu erwähnen ist, das Werkzeug unbedingt richtig rumhalten. Wir haben hier auf der einen Seite hiermit wird es reingedrückt und hier vorne ist die Schere, mit der der Draht gekürzt wird. Also aufpassen. Wenn ihr den so rum reinmacht, ist es natürlich falsch rum. Dann zwickt ihr den Draht vor der Klemme ab und dann ist der Draht zu kurz und es funktioniert alles nicht und wir können nochmal von vorne anfangen. Das wollen wir nicht. Deswegen achten wir da davor drauf und setzen das Werkzeug richtig rum an. Also die Schere hier unbedingt nach vorne und dann zudrücken. Genau. Perfekt. Das Ganze machen wir jetzt mit jedem einzelnen Adernpaar. Immer die Verdrillung auflösen bis zur Klemme, nicht weiter als nötig auflösen. Und dann wieder den weißen einlegen, den braunen in diesem Fall einlegen, vorbereiten. Und jetzt wieder mit dem Werkzeug ansetzen. Achten, dass wir es richtig rum ansetzen und reindrücken. Das gleiche noch beim braunen. Zack. Haben wir die Seite schon mal fertig oben. So, machen wir das gleiche noch auf der linken Buchsenseite. Weiß und braun. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel auch mal einen Fall, dass der Draht nicht richtig in der Klemme sitzt. Das ist gar kein Problem, man muss bloß darauf achten. Dann können wir einfach nochmal das Werkzeug, das LSA Plus Werkzeug nehmen und ansetzen und diesen Draht vorsichtig mit Gefühl in die richtige Position bringen. Jetzt liegt er schon mal ganz gut drin. Und jetzt müssen wir den nochmal fest reindrücken, dass er auch bis nach ganz unten reinrutscht. So, wieder auf die Klemmen achten. Grün und der weiße vom grünen. So, das waren die oberen Drähte. Jetzt kommen die unteren. Gleiches Spiel wie vorher. Die Verdrillung auflösen. Adern per Hand reinlegen, schauen, dass die schön drin liegen. So, weiter geht's. Blau-Weiß. Darauf achten, dass wir die richtigen Klemmen verwenden. Hier muss der blaue rein, weil auf beiden Seiten die blaue Kennzeichnung ist. Und hier muss der weiße vom blauen rein. So, dann haben wir jetzt noch die letzten zwei Adernpaare. Nehmen wir hier wieder Orange, Weiß und das letzte Blau, Weiß. So, jetzt haben wir die ganzen Drähte aufgelegt
Und bevor wir jetzt weitermachen, gehen wir nochmal unsere einzelnen Klemmstellen durch. Wir achten darauf, dass die Drähte überall ganz unten drin sitzen. Nicht, dass der Draht mal irgendwo rausschaut oder nicht gescheit reingegangen ist. Also unbedingt nochmal jede einzelne Klemme kontrollieren, dass der Draht auch drin sitzt. Blau, orange, weiß. Drähte sind unten drin. Farbliche Kodierung passt. Schauen wir uns das Ganze hier oben nochmal an. Braun, weiß, grün, weiß. Drähte sitzen schön unten drin. Braun, weiß, grün, weiß. Drähte sitzen schön unten drin. Sieht gut aus. Jetzt ist der Anschluss soweit eigentlich schon fertig. Jetzt müssen wir nur noch den Deckel draufschrauben. Jetzt gibt es hier auch nochmal eine Fehlerquelle, die entstehen kann. Also durch das, dass wir schon mehrere tausend Datenleitungen angelegt haben, kennen wir die Fehlerstellen ganz gut. Und eine beliebte davon ist auch, dass beim Aufsetzen von dem Deckel die Kante einen Kurzschluss mit den Drähten hier verursacht. Also unbedingt darauf achten, dass beim Draufstecken nicht die Drähte gequetscht werden. Da können wir nochmal vorsichtshalber, können wir mit einem Schraubenzieher nochmal hingehen, können vorsichtig, Achtung, dass wir die Drähte nicht eindrücken, die ein bisschen hier von der Kante entfernen, mit Gefühl, oben und unten. Und dann können wir den Deckel nehmen und den Deckel ganz einfach hier draufsetzen. Und dann müssen wir nur noch die beiden Schrauben festziehen. Und wir haben die Datendose fertig angeschlossen. Und die zweite Schraube. Hier könnt ihr ruhig die Dose schön fest anziehen. Könnt auch nochmal auf den Spalt hier achten. Da seht ihr ganz gut, dass das genau richtig ist jetzt. Um das Ganze zu testen, nehmen wir jetzt unser Messgerät, stecken da unser Patchkabel ein und stecken das Ganze auch in unsere Buchse. So. Dann brauchen wir noch das Gegenstück, hier unser K6A-Modul, auch einfach einstecken, in dieses Messgerät einstecken, auf der richtigen Seite. So, und dann, die Messgeräte funktionieren alle unterschiedlich. In diesem Fall stellen wir unseres jetzt auf On und dann, wenn alles korrekt ist, sollte hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und G für Ground nacheinander durchlaufen. On, 1, 2, 3. Perfekt. Also in dem Fall sagt er uns, die Adern sind durchgängig, wir haben keinen Kurzschluss, es sind keine Adern vertauscht, die Dose wird ohne Probleme einwandfrei funktionieren. Wie gesagt, für genauere Messergebnisse, Übersprechverhalten und so weiter, da bräuchte man dann spezielle Messgeräte, die werden aber dann gleich um einiges teurer. Aber damit ist auf jeden Fall schon mal die Funktion der Dose sichergestellt. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr konntet was daraus lernen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Abo da, ein Like und wenn ihr noch Anregungen habt, Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Videovorschläge nehmen wir auch immer gern an, dann können wir uns da was überlegen und ein neues Video produzieren. Also vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.